Na? Einwandfrei. Du bist ein richtiges Genie. Ja, von jemandem musst du es ja geerbt haben. Übrigens, ich habe gesehen, dass Ali sich vorhin da draußen rumgedrückt hat. Ach ja? Ihr seid wohl ein bisschen zusammengerumpelt, was? Ja, weißt du, Opa, manchmal kann er richtig doof sein. Ach, wirklich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Er begreift einfach nicht, dass überall, wo gehobelt wird, auch manchmal Späne fallen. Naja, das ist ja alles schön und gut, wenn dabei nur ein paar Späne fallen. Aber wenn es um Menschen geht, dann sind das schon zwei paar verschiedene Stiefel. Meinst du nicht auch, Joe? Ja, da hast du wohl recht. Jedenfalls, danke, dass du mir geholfen hast, Opa. Keine Ursache, keine Ursache. Dann mach's gut. Wiedersehen, Joe. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt alles zusammen, um noch mal einen Test zu starten. Ach ja? Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du vielleicht Lust hast, mitzukommen. Na schön. Vertragen wir uns wieder? Ja, vertragen wir uns wieder. Weißt du, Ali, ich müsste mal was richtig Großes verschwinden lassen, um zu beweisen, dass es funktioniert. Das wäre? Zum Beispiel das Café da. Du meinst mit all den Leuten da drin? Das geht doch nicht. Zum Schluss kriegen die noch alle einen Herzinfarkt. Ganz zu schweigen von Verdauungsschwierigkeiten. Die kriegen sie wahrscheinlich sowieso, wenn sie den Fraß da drin essen. Oh, tut mir wirklich leid, Jungs. War ich das etwa? Oh je, oh je. Das nächste Mal muss ich besser aufpassen. Aber es hat ja auch was Gutes, oder? Da könnt ihr euch das Duschen sparen, wenn ihr nach Hause kommt. Das hat er absichtlich gemacht. Ja. Na, warte. Sag mal, bist du noch bei Trost? Willst du dich vielleicht umbringen oder so? Entschuldigung. Ach. Verdammter Mist. Okay, wo ist mein Brombeer? Ihr müsst doch was gesehen haben. Das ist nicht zufällig der auf dem Parkplatz? Das war nicht witzig, Joe. Du hättest fast einen schlimmen Unfall verursacht. Wahrscheinlich hast du auch dafür gesorgt, dass der Typ von der Uni fliegt. Du wirst langsam gemeingefährlich. Ist ja gut. Ist ja gut. Dann bin ich in Zukunft etwas vorsichtiger. Das reicht aber nicht, Joe. Du musst langsam einsehen, dass Menschen wichtiger sind als wissenschaftliche Experimente. Alles in Ordnung, Opa? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ihr glaubt nicht, was mir eben passiert ist. So langsam sehe ich komische Sachen. Beziehungsweise ich sehe sie nicht. Mal sieht man was, mal nicht. Mal sieht man es nicht. Dann sieht man es. Tatsächlich? Bin ich aber froh. Ja, natürlich. Natürlich. Ja.
Bist du jetzt zufrieden? Es tut mir leid, dass wir die Pumpe nicht ersetzen konnten, die wir runtergeschmissen haben. Das macht ihm nichts aus. Nicht, wenn er demnächst den Nobelpreis kriegt. Und ich wünschte, wir könnten deinen Großvater für den Schrecken entschädigen, den du ihm eingejagt hast. Tja, komisch, dass du gerade davon sprichst. Was habt ihr bloß mit meiner alten Pumpe gemacht? Wir haben sie nur ein bisschen umgebaut. Du bist ein kleines Genie, mein Junge. Dann muss ich wohl nach dir schlagen. Oh, fantastisch!